Herzlich willkommen auf Retrobasis. Ich bin Perudo und wir spielen ein Spiel aus dem Hause Max Design. Worum es im Spiel geht, sehen wir hier angedeutet in diesem wunderschönen Intro. Sehr schön gezeichnet. Ja, Max Design zählte damals zu meinen Lieblingsfirmen. Die haben ein paar echt verdammt gute Spiele gemacht, die ich in den nächsten Wochen zeigen werde hier. Und eins davon ist Burn Time, ein Echtzeit. Ja, Strategiespiel sozusagen. Es ist nicht rundenbasiert. Aber schauen wir uns erstmal das Intro an. Was passiert mit der wunderschönen grünen Welt? Burn Time. Ja, alles ist vernichtet. Quasi der Tag des jüngsten Gerichtes, wie man so schön Terminator-mäßig sagt, ist über die Menschheit eingebrochen. Alles ist zerstört. Ist immer so witzig, wenn man so die Credits liest, Cover Design, das gab es also früher wirklich, das wurde nochmal extra hervorgehoben. Sehr schön, aber ist auch ein verdammt gutes Cover. Leute, die das Spiel kennen, erinnern sich sicherlich an dieses Cover, das ist ein Totenkopf. Ja. Genießen wir noch etwas die Musik und dann steigen wir in die ersten Minuten des Spiels ein. Wie gesagt, es gilt darum zu überleben in einer verseuchten und zerstörten Welt. Wir ernähren uns von Maden und Rattenfleisch und müssen gegen Mutanten kämpfen und sterben wahrscheinlich in den ersten 3 Minuten. Ich habe es auch früher nie so richtig weit geschafft, muss ich ehrlich sagen, aber es machte richtig Spaß und ja, die Musik ist echt fetzig. Da-dum. Da, an meiner Lieblingsstelle der Musik, geht's leider weiter. Ich find's total doof, aber gut, kann man nichts machen. Rot oder grün? Grün ist die Hoffnung. So, mal gucken, welche Fratze ich mir auswähle hier. Boah, nee, komm. Da machen wir hier unseren Helden, der heroisch mit dem Haare im Winde weht. Und wir sagen, wir starten direkt durch. Hab ich vorbereitet. Moment. Ist. So. Da gab es übrigens noch ein ordentliches Handbuch dazu. Ja, wir haben immer hier eine Übersichtskarte und können dann in die entsprechenden Gebiete reisen. Raffinerie, Snake Hill und Heaven's Gate. Hier ist die Raststätte. Hier ist quasi der Perudo und hier ist mein Gegenspieler, ich weiß gar nicht, aber egal, wir gehen mal in Sherwood rein und wie gesagt, wir können hier alles besuchen, es ist echt wahnsinnig, Max Design, aus Max Canyon, witzig. Und ja, es gilt darum, hier ist unten rechts ist die Tagesanzeige, das heißt also, wenn wir verschiedene Schritte machen, da wird etwas Tag abgezogen und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns mal in Sherwood um. Hier können wir rumlaufen. Das, was hier blinkt, das bin ich. Hier laufen so ein paar Hunde rum. Wir können mit denen reden. Wir können kämpfen. Wir können uns wieder auf die Hauptkarte beamen, sozusagen. Wir können das Inventar und gucken. Das machen wir direkt mal. Wir haben ein Messer. Wir haben eine leere Flasche. Etwas zum Knabbern. Und eine volle Feldflasche. Und hier, wo wir gerade sind, ist natürlich nichts. So. Ja, das wollen wir mitnehmen. So, gehen wir mal ins Häuschen rein. Mal gucken, was wir da entdecken können. Das sind Pete und Dave. Okay. Keine Mutanten. Oho, oha, oho. Gucken, ob wir das machen können. Oder auch nicht. Hä? Ich habe es wirklich leider ewig nicht mehr gespielt. Ah, okay. Mit Rechtsklicken können wir das machen. Ich wollte schon gerade sagen, irgendwie. Das ist hervorragend. Also das ist das erste Mal, dass ich im ersten Anlauf direkt so eine Wasserstelle gefunden habe. Das ist schon ein sehr glücklicher Zufall. Hier ist auch nichts drin. Schauen wir uns weiter um. Manchmal liegt hier auch im Boden etwas Schönes, was wir mitnehmen können. Holger.
Wir können auch mit den Leuten reden und uns verbünden unter Umständen. Wenn wir das wollen. Jetzt sind wir angegriffen worden vom Hund. Jetzt reicht es aber hier. Aber das ist halt nicht gut zu kämpfen, weil die immer weglaufen, die Hunde. Und auch hier unsere Mitspieler, die sind auch nicht immer gut gesinnt. Die wollen uns auch ans Messer. So, Hauptkarte. Ich habe mich verklickt. Wir gehen mal zur Raststätte. Das hat uns 4 Tage gekostet. Ach du lieber Gott. Na gut. Boah, hier sind ja viel zu viele Hunde. Und hier sind die Mutanten. Da wollen wir uns direkt mal hier ein bisschen rar machen. Ach du lieber Gott, hier ist ja voll der... Gehen wir direkt mal hier in den... Steht der Umi drauf? Umi. Oh, lecker. Nehmen wir mit. Maden. Nam, 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 nam. So. 16 Tagesrationen haben wir wohl. Gibt es hier noch etwas? Rose, können wir mit dir reden? Reden wir mal mit der Rose. Kennen wir uns nicht? Gibt es Neuigkeiten? Hast du gewusst, dass man mit Pumpen aus ausgetrockneten Brunnen oder Wasserquellen wieder Wasser gewinnen kann? Nein, das wusste ich gar nicht. Er will etwas Fleisch als Bezahlung. Nee. Ich brauche erstmal mein eigenes Fleisch. Ach Gott. Hier werden wir echt angegriffen. Oh, komm, 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 komm. Ja, jetzt reicht's aber hier. Komm, mach mal Hauptkarte. Wir wollen nämlich weiter zu Heaven's Gate. Was macht der denn mit seinen Fähnchen da? So, 7. Tag. Okay. Ja. Das war ein bisschen zu viel gereist. Wir müssen uns etwas weniger weit vor. Wagen. Ach, hier ist schon ein Händler direkt, okay. Skippy! Sly! Interessante Namen. Arzt? Ah, das hätten wir schon denken können, dass in dieser größeren Stadt in dem Sinne nichts zu entdecken gibt. Dann gehen wir weiter nach... gehen wir mal zur Raffinerie. 9 Tage, Na gut, Brad? Aha. Da sagte ich ja, man kann hier auch was entdecken. Nur wenn hier unser lieber Peruda zu doof ist, ja, ein sehr schönes Abgangsbild. Ich habe das, glaube ich, Millionen Mal gesehen früher. Aber es, ich habe es auch jetzt zum ersten Mal wieder gespielt. Seit damals. Ich weiß gar nicht, 94, 95. So ein Dreh rum. Vielleicht auch was früher. Und ich muss jetzt sagen, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gestorben bin. Warte. So. Jetzt wollen wir mal etwas taktischer vorgehen. Wir werden etwas kleinschrittiger vorgehen. Ah, hier kenne ich mich schon fast aus, muss ich sagen. Okay. Ah, Max kennt. Also die Karte ist schon groß, aber anscheinend hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Schon natürlich eingegrenzt. Aber gut, nichtsdestotrotz reisen wir weiter. Desert Point. Es ist durchaus möglich, dass wir haben es ja auch gesehen hier an der Energieanzeige. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? So, gehen wir mal rein. Lecker!
Sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Hinausgehen. So, mal gucken, lass mal hier den Mutanten mal hier bekämpfen. Es kommt noch einer. Ich werde bekloppt. Gehen wir mal zum Brunnen. Ah, oh, wunderbar. Können wir voll machen. Ah, er ist leer. So, gehen wir mal hier in den Eingang. Ich glaube, da waren wir schon drin, oder? Na, Brunnen. Sonst gibt es nichts mehr hier zu entdecken. Etwas mager. Etwas mager. Ich glaube, irgendwas ist auch nicht... wir müssen wieder zur Hauptkarte gehen. Reisen wir mal hier nach Stowent. Ich glaube, das hat irgendwas hier mit unserer Radioaktivität zu tun. Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Also, aber es packt mich ein bisschen die Lust. Vielleicht werde ich mir nochmal das Handbuch zu Gemüte führen. Und mal genauer lesen. Und vielleicht ein Let's Play herausmachen. Hier können wir auch reingehen. Ich bin jetzt etwas irritiert. Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, ob hier das oben die Energieanzeige ist. Ja, wahrscheinlich schon. Unten ist der Tag. Ah, sehr gut. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Können wir das essen? So, habe ich es mal gegessen. Trinken auch. So, dann gehen wir aber nochmal zum... Ach, der Brunnen ist ja ausgeschöpft, glaube ich, ne? Der Brunnen. So. Ja, wir sind eh noch mit dem Messer bewaffnet. Das ist das... Wir brauchen ein bisschen bessere Waffen. Sehr gut. Habe ich eben eigentlich getrunken, gegessen? Weiß ich gar nicht, oder? So. Die ist ja richtig groß. Die Map. Hier haben wir noch etwas zu entdecken. Haha. Aha, ist die Frage, ob wir mit einer Mistgabel besser kämpfen können. Ich kann jetzt auch nirgendwo... mal den Hund angreifen. Naja, komm, ich mag Hunde. Aber nicht in der Wohnung. Da ist auch noch was zu entdecken. Stoffreste. Können wir wahrscheinlich verkaufen. Wir haben leider nur begrenztes Inventar. Ich meine, er hat ja auch noch ein paar Hosen an und noch nicht mal einen Rucksack. Messer. Messer haben wir schon. Gut. Okay. Waren wir jetzt wirklich überall? Gehen wir hier oben noch hin, dann gehen wir nochmal in das Hauptgebiet. Ja, und so geht's halt weiter, ne? Wir können dann letztendlich auch handeln ein bisschen. Da waren wir auch schon drin, ja, Hauptkarte. Hier in die einzelnen Städte fahren, handeln, die Sachen verkaufen, dann wieder fürs Essen. Also wir müssen letztendlich überleben. Und da ich das Spiel, wie gesagt, nicht zu Ende gespielt habe, kann ich noch nicht mal sagen, ob wir überhaupt quasi eine Art Endziel haben. Und jetzt ist das wieder hier oben. Da habe ich mich nicht gut vorbereitet, muss ganz ehrlich sagen. Da hätte ich besser doch nochmal das Handbuch genauer gelesen. So, nimm mal hier. Lecker. Maden gefuttert. Wasser trinken wir jetzt mal aus. So. Jean wollen wir nicht angreifen. Machen wir mal reden. Was hast du zu erzählen? Ich meine, es gibt doch immer Neuigkeiten. Eine Gasmaske geklaut. Ja, sollte ich vielleicht auch mal tragen. Oh, lecker! Machen wir voll. Ach komm, wir trinken direkt mal eine. Ach, Quatsch. Ach,
Kann ich gar nicht. Ich bin voll. 5-5, stimmt. So, hinausgehen. Hier ist was zu entdecken. Ein Seil. Na, ach, Mutant. Gibt es Neuigkeiten? Ja, wie gesagt, es war ein, soweit ich das weiß, ein Atomschlag und das ist natürlich nicht so gut. Draht. Ah, hier ist echt, also, ja. Wir sollten wirklich uns einen Kumpanen besorgen. Hier, komm. Boah, wie sieht der denn aus? Ja, ich will für dich arbeiten. Nur etwas Fleisch gibst. Ach, Leute. Versuch zu überleben. Okay, hier hast du was Fleisch. Dann werden wir mal zusammen uns hier das anschauen. So, jetzt haben wir natürlich unseren Jean hier. Das heißt, wir haben 6 weitere Plätze und er hat natürlich kaum was zum Essen. Nahrung, ein Tag. Das heißt gar nicht, immer die Flasche hier. Ach. Mann. So, legen wir hier ab und Jean kann es einsammeln und vielleicht direkt mal trinken und essen. Wasser hat er genug. Ja, wir haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, viel mehr mit Leuten viel mehr einzusammeln. Natürlich aber auch die Aufgabe, unseren Kollegen hier ja, zu schützen. So, da ist die Wasserflasche, die nehmen wir direkt mit. Und füllen die direkt auf. Ich weiß nicht, wo Jean hingegangen ist. Kommst du auch rein? So. Also Wasser genug. Hm, okay. So, nochmal auf die Hauptkarte. Einzeln, okay. Ja. Oh, nach Send gehen wir noch gerade. Billy. Witzig. Die Namen sind witzig. So. Geh mal rein. Anscheinend will er nicht reingehen. Hä? So. Hä? Alle? So, hier rein. Ne, will er nicht. Komisch. So, da wird erstmal was getrunken. Wasserflasche, Lager, Vorkommen, Maden. Ach, schön. Hätte ich vielleicht vorher mal geguckt, besser. Aber warum ich jetzt nicht mehr in den Eingang rein kann, weiß wahrscheinlich nur der Programmierer. Gut, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, ich konnte einen schönen Eindruck übermitteln. Burntime, ein sehr schönes Spiel, wo ich mich früher viele, viele Stunden beschäftigt habe. Ich danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.